Sehr verehrte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie so in eindrucksvoller Zahl gekommen sind. Dass Sie da zwei alte Männer ein bisschen unterhalten, die haben überhaupt keine Ämter mehr in der Politik. Und wir freuen uns und sind sehr geehrt, dass Sie heute zu uns gekommen sind, hier in den Bayerischen Hof. Wir haben eigentlich auf Plakate verzichtet und denkt man, wir machen so eine Veranstaltung im kleinen Kreis und sind beschämt und überwältigt, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass ich gemeinsam mit meinem Freund Kurt Niklas hier immer wieder veranstalte Diskussionen zur Zeit. Der letzte Gast war der Kommissar Oettinger, bei dem ich meine große Zuneigung zur Europäischen Union ausleben konnte. Davor war der amerikanische Generalkonsul, nachdem wir immer auf die Amis geschimpft haben und nachdem das ein sehr netter Mann war, wollten wir den zum Abschied einladen. Aber heute habe ich einen ganz besonderen Gast, wie wir ihn bei uns Schwarzen nicht so oft zu Besuch haben. Ich begrüße mit Ihnen den nachhaltigsten Nachfolger Willy Brandts, Oskar Lafontaine. Jetzt für mich bedrohlich, wenn man doch einen Fehler macht. Aber Oskar, Willy Brandt und du, ihr beide, wart zu unterschiedlichen Zeitpunkten August Bebel, der 1914 sagte, dass auch er bereit ist, die Knarre in die Hand zu nehmen. Aber dieses 1914 hat was zu tun mit 1871, wo wir Bayern sagen, dass wir besser selbstständig geblieben sind. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber damit schließlich auch wieder vergangen. Es sind so viele Freunde von der CSU da, die ich jetzt nicht einzeln namentlich begrüßen kann, Herr Abgeordneter Lorenz. Trotzdem die Damen und Herren des Stadtrates. Ich freue mich ganz besonders, dass ein Mitglied der Bayerischen Staatsregierung bei uns ist. Mein Freund und mein Kreisvorsitzender Georg Eisenreich. Georg, ich begrüße dich herzlich und begrüße auch ein Mitglied des Deutschen Bundestags, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zwar die Frau Bundestagsabgeordnete Gulke. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind. Nur eine Frage nebenbei, Frau Kohlke, wann sind Sie zum letzten Mal bei der CSU in der ersten Reihe gesessen? Das kommt nicht so oft, das kommt nicht so oft vor, aber wir trotz Küsten halten alle zusammen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nochmal herzlich willkommen hier bei uns. Und ich gebe jetzt zu einer Einleitung und Begrüßung das Wort Herrn Staatssekretär Eisenreich. Bitte, Georg. Ja, lieber Peter Gauweiler, mein sehr geehrter Lafontaine, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie man an der Zahl des Besuches heute sieht, kommt die Veranstaltung zur richtigen Zeit, so wie übrigens fast alle Veranstaltungen von Peter Gauweiler, aber ich möchte es auch heute nochmal betonen, zur richtigen Zeit, denn viele Menschen haben gerade jetzt ein großes Bedürfnis nach einer Diskussion mit offenem Visier. Nicht wenige fühlen sich teils von staatlichen Stellen, Stichwort Kölner Polizei, oder auch teils von den Medien, Stichwort Berichterstattung zu den Vorfällen in Köln, unzureichend oder auch einseitig informiert und haben das Gefühl, dass die Realität beschönigt werden soll und dass Fakten unter den Teppich gekehrt werden sollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, egal was man für Meinungen zu diesem Thema hat, aber dieses Gefühl sollten wir nicht zulassen, denn die Diskussion macht auf, was ihr auch machen könnt. Die Wahl der Saalgröße war zu bescheiden, lieber Peter Gauweiler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Gefühl
dürfen wir nicht zulassen, egal welche Meinung man zu den einzelnen Themen und Fragen hat. Und deswegen freue ich mich über die Diskussion, denn die Diskussion und die dazugehörende Diskussionskultur ist ein Wert an sich. Und deswegen herzlichen Dank, lieber Peter Gauweiler, schon mal für die neue Folge in deiner Gesprächsreihe und herzlichen Dank Ihnen, Herr Lafontaine, dass Sie als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Wenn der bescheidene Titel einer Veranstaltung heißt Deutschland, wie weiter? Gespräch zur Zukunft des Landes, dann gehe ich davon aus, dass auch zur aktuellen größten Herausforderung Stellung bezogen wird zur aktuellen Flüchtlingskrise. Und deswegen ist die Diskussion auch heute wichtig, denn viele Bürgerinnen und Bürger erwarten jetzt Antworten auf offene Fragen, und zwar nicht auf ausgewählte Fragen oder nur Fragen, die genehm sind, sondern auf alle Fragen, die sich stellen. Wie sieht die Legitimation der Entscheidung der Bundesregierung aus, ist eine solche Frage. Wie wird der soziale Frieden in unserem Land erhalten, ist eine wichtige Frage. Wie wird die innere Sicherheit in unserem Land weiterhin gewährleistet? Wie wird eine mögliche Polarisierung in Deutschland verhindert und schadet das insgesamt Europa? Wir brauchen jetzt von den Handelnden Antworten, die nicht leicht sind. Wenn es keine Antworten gibt, dann brauchen wir auch das Bekenntnis, dass es noch keine Antworten gibt. Aber wir brauchen auf jeden Fall Antworten, damit es eine Debatte gibt, damit es eine breite und offene Debatte gibt. Ich habe diese Fragen, lieber Peter Gauweiler, vor einiger Zeit auch bei der Klausurtagung der CSU in Kreuth unserer Kanzlerin gestellt. Und ich habe auch angefügt, meine persönliche Meinung, dass man in der Demokratie nicht auf Dauer gegen die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger regieren kann. Und deswegen möchte ich mit einem kleinen Impuls noch abschließen. Wir merken in der jetzigen Situation schmerzlich, dass es auf Bundesebene keine Volksentscheide gibt. Denn wenn es Volksentscheide auf Bundesebene gäbe, und die Hürden müssten natürlich hoch sein, weil keiner das will, was in der Weimarer Republik passiert ist, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass die Bürgerinnen und Bürger eine solche Richtungsentscheidung selbst treffen könnten, dann, glaube ich, würden wir eine Lösung des Problems näher kommen und wir würden auch schneller wieder zu einer Befriedung in Deutschland kommen. Ich freue mich, sehr geehrter Herr Lafontaine, lieber Peter Gauweiler, dass Sie da sind, dass Sie vielleicht auf einen Teil der Fragen, die wir alle haben, die uns beunruhigen, die uns besorgen, Antworten geben können oder zumindest Ihre Standpunkte und Ihre Argumente uns darbringen. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, lieber Georg Eisenreich, meine Damen und Herren. Wir machen es immer so, die Veranstaltung selber ist angelegt auf etwa 1,5 Stunden. Ich weiß, die Luft ist super, aber dann wird es einfach irgendwann mal doch zu viel. Und wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht so zum Schluss auch ein paar natürlich nicht repräsentative Wortmeldungen aus Ihrer Mitte haben, damit auch das eine oder andere noch gesagt werden kann. Wir verzichten traditionell auf großartige Diskussionsleiter, die also auf die Uhr schauen, hallo, Sie haben noch 32 Sekunden oder ähnliches mehr. Ich bin interessiert, was Oskar sagt, und du hoffentlich ein bisschen wenigstens an mir, oder tu wenigstens so. Und wir können nicht uninteressiert sein, wenn der wahre Nachfahre. Franz Josef Strauß hier spricht. Wir wissen, dass wir mit dem wichtigsten Thema beginnen müssen. Aber wir haben eben trotzdem uns als Thema gestellt, Deutschland wie weiter. Denn das Beklagen der Situation, das ist das eine. Aber es muss ja, Politik, sagt der berühmte Philosoph Karl Popper, Politik ist Problemlösen. Und bei allem, wo Sie sich zu Hause, in der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, am Arbeitsplatz heftig diskutieren, ja, ja, es muss sein und es muss weiter sein, oder nein, um Gottes Willen, seid ihr verrückt. Aber das alles hilft ja nicht in der Überlegung, wie handeln wir das?
Und ich habe manchmal bei dem amtierenden Berlin so ein bisschen Problem, dass die das so nach der Basis neuer Berliner Flughafen lösen wollen. Egal, ob man so oder so steht in der Debatte, die ja jeder kennt, deren Argumente jeder kennt, da läuft es einem ein bisschen kalten Rücken runter. Und interessanterweise, bei aller Kritik, die die Bayern auf sich ziehen, ist Neudeutsch, was das Handling des Problems angeht, Aufnahme, Unterbringung, Einweisung, Verteilung, offensichtlich auch nach Meinung von Flüchtlingsorganisationen, auch ganz Linken, sagen die, also im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, von Berlin überhaupt nicht zu reden, läuft es hier ja noch einigermaßen. Also es gibt ungefähr so einen neuen Lehrsatz, je flüchtlingsfreundlicher die reden, umso schlechter nehmen sie die auf. Aber wie gesagt, man kann auch anderer Meinung sein. Ich habe gesagt, ja oder nein, muss am Ende entscheiden. Und das ist meine Kritik. Wir haben uns gerade lange darüber unterhalten, über das Ja oder Nein muss entscheiden, bei allem Respekt vor der Bundeskanzlerin. Aber muss entscheiden das Parlament. Und ich finde es nicht gut, dass seit dem 4. September, also dem Tag, an dem der Anruf des österreichischen Bundeskanzlers kam, könnt ihr nicht bitte euer Aufenthaltsgesetz ändern, könnt ihr nicht die Kontrollen ändern, könnt ihr nicht die Zurückweisungsregeln ändern, dass seit dem Tag zwar aus der Mitte des Deutschen Bundestags viele, viele unzählige Wortmeldungen waren, aber über das Befreiende, ja, wir tun's weiter, oder nein, es geht nicht mehr, bisher der Deutsche Bundestag sich vor einer klaren Entscheidung gedrückt hat. Die Opposition will nicht sagen, ja, wir müssen der Merkel recht geben, und die Union will ihre innere Zerrissenheit nicht eingestehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht souverän. Sondern man muss das Parlament, das Bundesverfassungsgericht hat über das Parlament mal die sogenannte Wesentlichkeitstheorie entwickelt. Was wesentlich ist, muss vom Parlament entschieden werden. Und wenn man in einer späteren Zeit sagt, wo ist die Jacke in Deutschland falsch eingeknöpft worden? Ich glaube, es war dazu diesen Zeitpunkt, an dem man ängstlich vermieden hat, das Parlament zu dieser Frage zu stellen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Angela Merkel. Eindrucksvolle Frau macht und mit einer großartigen Wirkung, und ich habe sie immer wieder in meinen Reden mit Maria Theresia verglichen, seitdem war keine Frau mehr in Deutschland so mächtig. Das ist kein Tadel. Aber im Gegensatz zu Zeiten Maria Theresia leben wir in einer parlamentarischen Demokratie. Wir leben mit Abgeordneten, die man wählen und abwählen kann. Und der einzelne Abgeordnete muss sagen, muss offen und klar sagen, im Parlament durch seine Stimme, auch der CSU-Abgeordnete, für die Linken bist du zuständig. Ich muss klar sagen, ja, ich bin dagegen. Frau Bundeskanzlerin, ich teile in diesem Fall Ihren Kurs nicht. Und koalitionspolitische Rücksichtnahmen sind hier zweitrangig. Und deswegen stelle ich dies gleich zu Beginn. Entschuldigung, liebe Freunde. Selbstverständlich brauchen wir eine Einigkeit in der Koalition. Aber wir können nicht sagen, Politik ist Richtungsbestimmung, die einen wollen Nord-Nord-Ost und die anderen Süd-Süd-West. Na gut, da können wir uns nicht durchsetzen, dann setzen wir uns ins letzte Abteil von den anderen ein. Da kracht es nicht so deutlich. Sondern wenn wir uns nicht einigen über die Frage, Merkel sagt, weiter so, Seehofer, meiner Meinung nach zu Recht, Obergrenze, es geht nicht weiter. Dann kann die Reaktion jetzt nicht sein, jetzt lassen wir uns ein paar Schikanen für Flüchtlinge einfallen. Dann können wir vielleicht die Volksseele beruhigen. Sondern dann muss man die Regierung verlassen. Dann soll die CDU mit den Grünen zusammengehen. Dann kann man natürlich sagen, da wächst zusammen, was zusammengehört. Oder es wird von allen Seiten das Mandat zurückgegeben und der Wähler entscheidet neu. Das wäre für uns heilsam, Entschuldigung, das wäre für euch heilsam, weil dann muss eine Programmatik entwickelt werden, über die dann die Bevölkerung in Wahlen abstimmen kann. Programme entwerfen mit den üblichen Stereotypen. Ja, wir sind mit der Ausländer, sind wir ein bisschen kritisch, und da mir, wenn es was kritisch wird und nicht zu früh, dann weht es uns. Und dann mit uns über 1 Million reinkommen, wo die Hälfte noch gar nicht mehr registriert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das können wir einem CSU-Wähler auf Dauer nicht mehr zumuten.
Natürlich ist damit, mit diesem unserem Problem, das Weltproblem noch nicht gelöst hat, 60 Millionen Flüchtlinge. Es ist ganz klar, dass wir Assoziationen nehmen müssen, auch wenn die Dinge nicht vergleichbar sind. Vergleichen heißt ja oft gleichsetzen. Mit dem, was 1945, 46, 47 gewesen ist, als 12 Millionen Deutsche auf der Flucht gewesen sind. Da war immerhin noch gleiche Sprache, ein gleicher kultureller Violinschlüssel, trotz vieler Verschiedenheiten. Und diejenigen, deren Eltern Flüchtlinge oder Großeltern Flüchtlinge waren, wissen, wie schwer die es hatten, die gekommen sind. Aber da sind neue Städte gegründet worden. Waldkraiburg, Neugablonz, wer erinnert sich noch an die Namen? Mit großartigen Leistungen und großartiger neuer Fantasie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube nicht, dass die Alternative ist, ob man die Leute kaputt gehen lässt an der einen oder anderen Grenze. Bei Hart aber fair war jetzt ein Bild mit einer schrecklichen Situation einer Grenze und dann ist den Leuten, die eher der CSU-Richtung waren, vorgehalten worden, ja, wollt ihr das? Das ist nicht die Alternative. Denn wenn ich die Mehrheit in der Koalition CDU und SPD höre, dann sagen die, ja, wir wollen ja die Außengrenzen geschützt haben. Die Außengrenzen geschützt haben an der Ägäis, nicht durch den Bundesgrenzschutz oder eine bayerische Grenzpolizei, sondern die Sicherheitstruppen des Herrn Erdogan. Ist das humaner? Ist das der bessere, der liberalere Weg? Zu sagen, wir können die Bundesgrenzen nicht schützen, aber die riesigen EU-Außengrenzen ja. Da haben die Grünen, unsere alte Freundin Claudia Roth, die auch schon mal Gast in dieser Runde war, die konsequentere Linie, die dann sagt, ja gut, kein Mensch ist illegal, wir müssen das mit den Grenzen aufhören. Nur das sagt dann auf der anderen Seite, sind Grenzen so sinnlos? Wir haben uns lange unterhalten über die Schutzfunktion von Grenzen. Wollen Sie einem Menschen sagen, der, wenn Sie ihm sagen, du kennst deine Grenzen nicht, wollen Sie ihm damit bekunden, dass ich möchte dir ein Kompliment machen? Das Gegenteil ist doch der Fall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dem Vertrag von Schengen, wo die Innengrenzen total aufgegeben worden sind, der erinnert mich in gewisser Weise an die Debatte, die wir immer zum Thema Euro und dem Vertrag von Maastricht hatten. Ja, des Guten, aber des Guten auch zu viel. Was Sie im einen Fall mit unserer Währung gemacht haben, machen Sie im anderen Fall mit unserem Staatsgebiet. Das sind Schönwetterregelungen und toll und wunderbar und lass mich bitte fotografieren und keine Grenzen mehr. Aber die Schutzfunktion, die wird damit aufgegeben. Und wenn die Idee war, aber die Außengrenzen, die schützen wir, da sieht jeder, dass dieser Schutz nicht stattfindet. Manche sagen, nicht stattfinden kann oder soll, weil inhuman. Manche sagen, weil technisch und organisatorisch nicht möglich und machbar. Und wenn ich von einem Vertrag sehe, Schengen, dass das, wofür er geschlossen wurde, die Absicht, die Juristen sagen, die Geschäftsgrundlage, ohne die er nie geschlossen worden wäre, nicht funktioniert, dann muss ich mich von diesem Vertrag verabschieden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer die europäische Idee retten will, muss gegen die überregulierte Apparate EU ankämpfen und sie nicht verteidigen. Deswegen habe ich mich mit Ihnen ganz entschieden angelegt. Und weil ich gegen die europäische Idee bin, können wir weiterführen. Selbstverständlich muss auch supranationalen Organisationen ihre Möglichkeit gelassen werden. Ja, wir brauchen um das Mittelmeer eine ganz neue Ordnung. Ja, wir müssen in den Verantwortungsschirm der EU einbeziehen, das Gebiet von Tanger und Marokko bis rüber zum Suezkanal. Ja, die können es nicht alleine. Wie ich ein Kind war in den 50er Jahren, da war, ich habe mir eigentlich noch mal in den Geschichtsbüchern nachgelesen, Algerien ein Produzent von Lebensmitteln, genauso wie sein Nachbar Tunesien. Wir wollen nicht die alten Kolonialverhältnisse zurück, ganz im Gegenteil. Warum nicht? Das Prinzip von weil wir nicht alte Ungerechtigkeiten durch neue ablösen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sondern wir wollen durchaus nach dem Prinzip, wir geben alle Souveränitäten ab, wir laden die ein, wir machen mit. Die Römer haben das Mittelmeer Mare Nostrum genannt. Und die ISIS sprenge deswegen die Tempel aus vorchristlicher Zeit in die Luft, um jede Erinnerung an diese abendländische, okzidentale, orientale Mischung abzulöschen.
Hier müssen die neuen Städte gegründet werden. Hier müssen große Bad Kreiburgs, hier müssen große Neugablons für diese Millionen Menschen auf der Flucht angeschaffen werden. Hier müssen die Milliarden des Herrn Draghi ausgegeben werden. 60 Milliarden im Monat, wenn wir schon von Staatsfinanzierung reden und nicht irgendwo in Manhattan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dies alles verlangt natürlich nach Fantasie. Natürlich sehen wir diese riesen Flüchtlingsdrecks, die jetzt, wo wir unterwegs sind, irgendwo im Dreck verrotten. Die Lösung, alles auf einem deutschen Staatsgebiet zu versammeln, wird nicht klappen. Vermutlich kann man die ganze Erdbevölkerung auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland versammeln, wenn alle nur eng genug in der japanischen U-Bahn zusammenstehen oder wie hier in diesem Saal. Aber dies wird nicht die Lösung für ein friedvolles Zusammenleben sein. Natürlich müssen die jetzt über den Winter gerettet werden. Allein im Hafen von Venedig stehen 20 Riesenschiffe, die den Hafen dort verstellen, von 5000 Passagieren pro einzelnen Schiff an Kapazität. Wie ich ein junger Kreisverwaltungsreferent war, da habe ich einen jungen Mann namens Rupert Neudeck, ich weiß nicht, wer den Namen vielleicht noch kennt, der hat die Organisation Kap Anamur gemacht. Unterstützt mit meinen Möglichkeiten als Kreisverwaltungsreferent zu tun und die haben die Leute auch aufgefischt im Meer. Nicht als Schlauchbooten, die man dann gemacht hat, um sie selber zu versenken und irgendein Flüchtlingsticket zu bekommen, sondern um ihnen die Ahnung einer Alternative zu vermitteln und sie weltweit zu verteilen. Natürlich müssen diese Schiffe entlang des Mittelmeers jetzt in den nächsten Wochen und Monaten stationiert werden. Natürlich ist dies nur ein Provisorium. Aber es ist ein Zwischenweg, der anders ist, als dauernd hier ein Camp nach dem anderen zwischen dem Bodensee und Hof an der Saale zu errichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist gleichzeitig ganz klar, wenn wir ein System von Europa haben, dann geht nicht, dass die einen jetzt innerhalb von 6 Monaten 1 Million nehmen und Frankreich sagt, ja, wir nehmen auch 20.000 und Großbritannien, wir nehmen auch 20.000. Und Kalifornien sagt, wir sind ganz großzügig, wir nehmen in den nächsten 3 Jahren 7.000. 7.000 sind 3 Tage Passau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen glaube ich schon, wir müssen uns darauf einigen, in Europa zu verteilen. Und bevor dies nicht verteilt ist, können wir keinen einzigen zusätzlich aufnehmen. Auch keine 200.000, das ist auch mal ganz offensichtlich. Wir müssen dann, dass wir die, wir jetzt da haben, das anders behandeln müssen als jetzt. Ich kenne welche, ich sehe sie. Es sind nicht alles so böse Menschen und ähnliches mehr. Möglicherweise würde jeder von uns auch abhauen. Das ist doch ganz klar. Aber eins verstehe ich nicht, dass man in Deutschland, wenn man kommt, als Asylantragsteller, man darf alles, alles, alles. Nur eins darf man nicht. Arbeiten. Genau. Und das kann nicht funktionieren. Da sitzt die Eva, das ist meine Frau, wir haben 4 Kinder, wenn wir denen sagen würden, ihr dürft in den nächsten 5 Monaten alles, ihr müsst in der Traglufthalle leben, in einem 6er-Stadtbett, Mini-Räumchen und da könnt ihr dann beginnen. Aber nur eins dürft ihr nicht. Ihr kriegt nicht sehr viele Euro zu arbeiten. Dann wissen wir, was die 4 in den nächsten 4 Monaten, sondern in den nächsten 3 Wochen anstellen würden. Und wenn es stimmt, dass das ja alles junge Männer sind, das kann so nicht funktionieren. Sondern in Wahrheit haben diejenigen Recht, die sagen, das war jetzt neulich nicht in Bayern früher, sondern ich sage es aus Gründen der Unverdächtigkeit in der Süddeutschen Zeitung. Da man sagt, ab sofort müssen die ein soziales Jahr haben, wenn sie keine Arbeit kriegen. Ab sofort einer geregelten Tätigkeit, ab dem 3., 4., 5. Tag, wo er hier ist, zugeführt werden. Da ist auch Fantasie. Das ist für Behörden oft umständlicher, als wie wirklich das ist. Hau immer mal Stempel aufs Hirn. Und bei der LAESO ist gestern keiner gestorben, aber dass man es glaubt, dass bei denen in Berlin am Schalter einer stirbt, bevor er behandelt wird. Und das hat ganz Deutschland geglaubt. Das zeigt ja schon alle die Verhältnisse. Also wir müssen sie sofort in die Arbeit schicken, wir müssen sie schnell arbeiten lassen, wir müssen den belohnen der Arbeit und nicht bestrafen. Und wir müssen unbedingt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ganz klar, jetzt diesen Riesenberg von 600.000 unbearbeiteten Bescheiden abarbeiten. Und wir müssen ganz klar machen, liebe Polen, ihr seht es anders, okay. Liebe Ungarn, ihr seht es anders, in vielen habt ihr ja eher recht. Aber die Million haben wir halt da. Und wir müssen uns um die kümmern. Und ihr alle habt Dublin 3 unterschrieben. Da heißt nämlich, dass die verteilt werden gerecht. Und wenn ihr sie nicht nehmen wollt, okay. Aber dann müssen wir halt leider Gottes unseren EU-Zuschuss von 17 Milliarden Euro im Jahr ein bisschen kürzen.
auch der Vorschlag ist nicht von mir, sondern von Heribert Brandl aus der Süddeutschen Zeitung, der übertriebener Nähe zur CSU völlig unverdächtig ist. Oskar, ich habe viel zu viel geredet, aber ich musste es mir mal von der Seele reden und so nah waren wir schon lange nicht mehr beieinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und jetzt habe ich noch Oskar Lafontaine.